Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu Elden Ring. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. Wir sind wieder da. Im letzten Part haben wir aufgehört, da vorne irgendwo, da irgendwo. Nur schnell hier zur Gnade gelaufen. Weil ich kurz eine Pause gemacht habe, damit mich hier keiner angreift. Okay. Zweiter Part. Geht los. Jetzt aber wirklich hier, ey. Ey, alles erkunden, krass, Mann. Ich hoffe, das ist nicht so groß. Also eigentlich schon, weil ist immer cool, aber ich verliere mich immer in den Spielen und dann weiß ich nicht, wo ich bin und ja. Angst, Freude, alles zusammen. Hype. Der Typ da unten macht mir ein bisschen Angst. Na gut, wir schauen mal. Es ist ein Spiel, wir müssen es spielen. Okay, was ist hier? Also das ist klar, aber was ist das? Herbeirufungsreserven. In jedem Gebiet könnt ihr auf was? Märtyrerbildnisse stoßen. Märtyrerbildnisse, okay. Diese Bildnisse dienen als Herbeirufungsreserven. An diesen Orten wird es euch leichter fallen, andere Spieler herbeizurufen, da sie als Sammelpunkt für Koop-Rufzeichen und feindliche Rufzeichen fungieren, die mit kleinen Bildnissen erstellt wurden. Kleine goldene Statue. Okay, habe ich die jetzt im Inventar? Alter. Oh, was ist das? Okay. Ah ja, hier. Sendet kooperative kooperative Zeichen an Herbeirufungsreserven. Objekt für Online-Spiel. Kann ein Spiel sendet. Ja. Im Koop Mehrspielermodus besteht euer Ziel darin, den Gebietsboss der Welt zu besiegen, in den ihr gerufen werdet. Wurdet. Okay. Müssen wir uns mal später mit beschäftigen. Da oben sitzt schon wieder so eine Adler. Ich will jetzt mal versuchen, nochmal so einen Adler da wegzumachen. Ja! 5 Seelen, würde ich schon sagen. Runen. Naja, nur 5 Runen. Gut. Die Parts werden jetzt auch wieder Normallänge haben, denke ich mal. Je nachdem. Mal gucken. Gut, dann lass uns mal versuchen, hier ein bisschen was zu schaffen. Ich möchte noch nicht gegen den da kämpfen. Erstmal ein bisschen erkunden. Der sieht mir echt stark aus. War der andere aber auch. Der war nicht so stark. Na egal, wir gucken mal. Okay, hier liegt noch ein Item. Glaube ich, oder? Runenfragment. Okay, das ist doch bestimmt, wo man Runen für kriegt, oder? Da. Material zur Herstellung von Objekten. Ein Steigfragment, das dort gefunden wurde, wo Ruinen vom Himmel fehlen. Kann zur Herstellung oder einfach nur als Wurfgeschoss verwendet werden. Dieses Steinfragment sollen... Ach, diese Steinfragmente sollen einst Teil eines Tempels im Himmel gewesen sein. In ihrem Inneren leuchtet ein schwaches Licht. Okay, das ist wieder sowas von nichtssagend. Okay, jetzt wird es langsam dunkel, ne? Tag-Nacht-Wechsel. Blümchen. Oha, da geht's aber schon wieder weit runter. Weiß nicht, soll ich da jetzt schon runtergehen? Ich weiß es nicht. Ich
hoffe, man kann hier zwischen den zwischen den Gnaden schnell hin und her reisen. Alter, okay. Ach komm, wir gehen erstmal den Standardweg, der uns auf der Map gezeigt wird, wo wir hingehen sollen. Versuchen wir erstmal. Und dann legen wir uns halt mal mit dem Ritter da an, oder was das ist. War hier noch eine Blume, die ich aufsammeln kann? Nein. Oh, noch so ein Fragment. Okay. Noch eins. Danke. Oh, noch eins? Was ist denn hier los? So, da bestimmt auch welche wieder, oder? Okay. Komm her, mein Freund. Da sitzt da jemand, oder? Gucken wir uns gleich an. Was bist du, eine Ziege? Da ist er. Mach da die Ziege weg, nicht, dass sie mich nachher noch angreift. Ah, er ist doch schon angry. Okay. Der hält ein bisschen mehr aus. Alter. Ob ich den schaffe? Okay. Okay. Bin ich mal dran. Aua. Alter. Nein, 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 nein. Nicht sterben. Ich will noch nicht sterben. Ich bin zu jung dafür. Oh, ausgewichen. Okay, die Dinger laden ja gar nichts an Energie auf. Noch einer, los. Okay. Alter, jetzt. Ey, ich komme mit seinem Movement-Set nicht klar. Okay, linke Seite ist scheiße bei ihm. Ich glaube, ich muss die rechte Seite angreifen. Von mir aus die rechte. Ja, das war gut. Aua, 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 aua. Heilen. Und gleich keine Dinger mehr. Alter. Alles klar. Der ist viel zu stark. Gut, erster Tod. Oder zweiter? Naja, wenn man das erste mitzählt, dann ist es der zweite Tod. Tod. Wenn ihr sterbt, werdet ihr am letzten Ort der Gnade wiederbelebt, den ihr aufgesucht habt. Alle Runen in eurem Besitz lasst ihr am Ort eures Todes fallen. Falls ihr erneut sterbt, bevor ihr sie einsammeln konntet, sind sie für immer verloren. Der Kompass am oberen Bildschirmrand weist euch die Richtung zu den verlorenen Runen. Ja, okay, das ist wie bei Dark Souls. Gut, okay, mit dem legen wir uns am besten noch nicht an. Kompass da und so.
Der läuft ja jetzt natürlich genau lang, ne? Ich glaube, da, wo es so leuchtet. Ja, er guckt mich doch schon so komisch an. Er hat mich wirklich angeguckt. Wie hier, ne? Ja, danke. So, tschüss. So, was haben wir denn hier jetzt? Erstmal haben wir wieder eine Gnade. Und du zeigst jetzt wohin? Über eure Karte könnt ihr sofort an bereits entdeckte Orte der Gnade reisen. Das ist cool. Es gibt aber auch Dungeons und Orte, an denen dies nicht möglich ist. Okay, jetzt sollen wir da lang laufen. Ich klaue dir erstmal dein Item, bevor ich mit dir rede. Verstärken von Waffen. Am Schmiedetisch könnt ihr Waffen mit Runen und Schmiedestein verstärken. Irgendwo im Zwischenland gibt es einen Schmied, der eure Waffe sogar noch weiter verstärken kann. Okay. Direkt aufheben. Schmiedestein. Okay, Schmiedestein-Tisch benutzen, Waffen verstärken. Über das Schmiedemenü könnt ihr eure Waffen mit Runen und Schmiedestein verstärken. An Schmiedetischen könnt ihr eure Waffe bis zu plus 3 verstärken. Irgendwo im Zwischenland gibt es ein Schmied, der die weiter verstärken kann. Okay. Spielt dann, was das kostet. Langschwert plus 1 wäre das dann. Macht mehr Schaden. Skaliert nur auf D. Hm, blöd. Zusätzliche Objekte benötigt. Ja, wo steht denn das, was ich dafür brauche? Detailansicht. Ach da, Schmiedestein. 2 von 1. Also wir haben 1 und brauchen 2. Okay. Können wir also noch nicht machen. Na gut. So, und wer bist du? Kann ich hier brennen? Kann ich hier Schaden? Nein. You're a tarnished. I can see it. Sieht aus wie der Weihnachtsmann. But I can also see that you're not after my throat. Then why not purchase a little something? I am Carly. Purveyor of fine goods. Okay. I am of a nomadic people, selling wares as I travel. The land has been tainted by madness since the shattering of the Elden Ring. It's only tarnished like yourself, who keep things from drying up entirely. Let's say you're a very welcome customer. Empfehlung. You know, if you can spare the runes, you should buy yourself a crafting kit. A crafting kit allows you to make basic items on your own. Essential, really, if you intend to survive out here for any duration. The kit costs a bundle, and I admit I do take my cut. But the important thing is that you survive. Every customer counts, after all. Dann schenk's mir doch. You know, if you can see, you should buy a crafting kit. Ja, ach, man kann auch direkt verkaufen. Das Sammeln könnt ihr verschiedene Objekte kaufen. Ihr könnt auch Objekte für Runen verkaufen. Jeder Händler hat viele verschiedene Waren. Okay, ich behalte aber erstmal alles. Weil ich nicht weiß, was gut ist, was man braucht. Okay, kaufen. Also wir haben Wurfdolch, Teleskop, Krummfinger, Medizin. Offenbartkorb und feindliche Rufzeichen. 1000. Mhm. Gesprungener Topf zur Herstellung von gesprungenen Töpfen. Nötiger Behälter. Okay. Das war auch so eine Mitgabe, ne? Ganz am Anfang. Werkzeugsatz hier. Für 300 auch. Das geht doch. Fähigt euch zur Objektherstellung. Handbuch des normalischen Kriegers erweitert das
Handwerksrepertoire. Okay, cool. Pfeile, Fackel, rosa Lederschild, Rüstung. Ruinen eines Ding, eine Notiz mit wichtigen Informationen. Okay. Ach, das sind alle Objekte. Okay, wir kaufen erstmal das hier, was er uns empfohlen hat. So ein Topf. Einfach nur, weil es auch so eine Mitgabe war. Hab ich jetzt einfach mal genommen. Das hier, ich hätte gerne eigentlich alles. I'm glad you took my warning to heart. You've made an excellent choice. Mit dem Werkzeugsatz könnt ihr verschiedene Objekte aus gefundenen Materialien herstellen. Wählt im Hauptmenü Objektherstellung aus, um Objekte herzustellen. Wie ihr noch andere Objekte herstellt, lernt ihr aus gefundenen Rezepten. Um bestimmte Objekte herzustellen, braucht ihr gesprungene Töpfe oder andere Behälter. Ihr könnt nicht mehr dieser Objekte herstellen, als euch Behälter zur Verfügung stehen. Diese Behälter werden bei Benutzung verbraucht, aber die Behälter bleiben erhalten. Okay, also muss man diese Behälter auch noch kaufen. Interessant. Objektherstellung. Über das Objektherstellungsmenü könnt ihr verschiedene Objekte aus gefundenen Materialien herstellen. Wie ihr noch andere Objekte... Ja, okay, das hatten wir gerade eben schon mal. So, was haben wir denn hier? Feuertopf. Gedeiht in feuchter Dickichten. Okay, Pilz. Feuertopf mit Kordel. Knochenwurfpfeil. Ovarosin. Füttert diese Sturmwind für eine LP-Regeneration. Ah, okay. Regenbogenstein platziert im Bundeslicht, das euch leitet. Okay, das ist wie die anderen Steine. Offenbart gucken. Okay. Ah, okay, das können wir hier also selber herstellen. Gut, da müssen wir nur noch ein so ein Ding finden. Das ist cool. Hier. Da hätte ich gerne erstmal 10 einfach von. So, und dann rüsten wir die auch aus. Ausrüstung. Den hier will ich weg haben. Den hier will ich weg haben. Dann möchte ich jetzt die Dinger hier. Hier möchte ich den blauen. Hier möchte ich den Nachrichten. Ja, zum Schreiben von Notizen, genau. Und dann... Das kann ich aus zu Hause im Inventar machen, aber dieses sendet einen anderen oder euch selbst nach Hause. Das möchte ich auch gerne noch haben. Den Notfall. Okay. Das nicht nutzen. Warum kann ich das jetzt nicht nutzen? Findet man problemlos im gesamten Zwischenland. Ja, Früchte. Füttert damit... Ach, füttert damit beim Reiten das Spektralross Sturmwind, um seine LP wiederherzustellen. Menschen können die Röhre nicht verdauen. Okay, shit. Aber Sturmwind scheint sie zu schmecken. Aber schade, ich dachte, ich habe jetzt hier noch eine Alternative zum Heilen. Na gut, dann nicht. Dann habe ich halt nur meine komischen Tränke hier. So, wir sollen jetzt da lang. Dann machen wir das mal. Wir haben ja noch gar nicht so ein Reittier. Okay, die geben also auch Crafting-Material. So, du bist ein Gegner, ne? Ein schwacher Gegner. Hallo, Freund. Wieder so eine schicken Steinchen für mich.
Drachen? Oh, Drachen? Oh, shit. Oh, was ist das? Achso, eine Nachricht wieder. Okay, kann ich mich schon mit Drachen anlegen? Ich weiß nicht. Also bestimmt Part immer. Was sind das? Fledermäuse? Okay, die sind nicht stark. Die sind nicht stark. Oh, aber sie haben eine Grab Attack. Und Blutdruckschaden. Okay. Dann komm her. Ah, den habe ich voll erwischt. Den auch. Vernichten von Gegnergruppen. Vernichtet ihr eine Gruppe von Gegnern, füllt sich eure Flasche wieder. Ach was. Die Anzahl und Art der gefüllten Flaschen variiert je nach der Gegnergruppe. Ihr könnt nur so viele Flaschen auffüllen, wie es eure maximale Anzahl erlaubt. Okay, cool. Das ist ja cool. Die füllen sich also unterwegs auch auf. Goldene Rune. Okay. Ah, hier ist wieder so ein Symbol. Und also wieder so ein Rufzeichen legen. Was bist du? Oh, ein irgendwas Steinbrocken. Okay. Dann gucken wir mal kurz auf die Map. Wir sollen jetzt da lang. Wir sind jetzt hier. Da sollen wir wahrscheinlich hin. Na dann, laufen wir da mal hin. Okay, hier liegen überall diese Brocken rum. Ein Wildschwein. Goldschimmernder Kot. Ja, okay. Es kackt halt Gold. Ah, hier gibt es wieder diese Runenfragmente. Ich höre hier irgendwas. Was ist das für ein Geräusch? Ah, so ein Crystal Lizard oder was? Tränen-Skarabäen. Es gibt Pupun-Tränen und Himmelstränen-Skarabäen. Besiege sie, um die ihrem Typ entsprechende Flasche aufzufüllen. Ihr könnt nur so viele Flaschen auffüllen. Okay. Das war jetzt eine rote. Jetzt habe ich einen roten Trank gekriegt, wa? Ja, cool. Okay, nice. Kann man also unterwegs auffüllen. Da brennt irgendwas. Achso, nee. Ja, jetzt muss eine Fackel hoch. Hier könnt ihr gar nichts. Und der bewacht da irgendwas. Hier ist ein Fragment. Da oben ist auch ein Fragment. Da kann ich bestimmt hin. Da kann ich hin. Das müsste einfach alles sein, ey. Okay. Ob das alles respawnt? Ich hab keine Ahnung. So. Und die, oh, da ist wieder so eine Orange, ne? Die nehmen wir mit auf jeden Fall. Können wir dieses andere Ding da herstellen? Ja. Weggestochen. Kukri. Okay, Wurfmesser wahrscheinlich. Hier ein Schädel auf dem Weg. Ja, da ist noch einer, da ist noch einer. Noch so einer. Wenn das gleich mal her.
Okay, langsam komme ich hier rein. Ist das ein Dungeon da? Ein Pilz. Okay, wir stellen erstmal kurz dieses Ding hierher. Offenbart Korb und feindliche Rufzeichen. Jo. Zwei herstellen von. Mach einfach. Benutzt ein Krummfingermedizin, um die Rufzeichen von Spielern aus anderen Welten zu offenbaren. Goldene Zeichen stehen für Verbündete, rote Zeichen stehen für Gegner. Die Mehrspielerpartie beginnt, sobald ihr ein Rufzeichen benutzt habt. Übernehmt dann die Rolle des Wirts der Finger. Okay. Gut, hier ist jetzt Dungeon oder was? Hainhöhle. Boah. Die würde ich sagen, gucken wir uns im nächsten Part an. Ist auch schon wieder Ende. Alles klar. Krass. Krass, krass, krass. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende eines Parts. Ich danke euch wie immer recht herzlichst fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank. Haut rein.